Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem kleinen Spezialtest. Ja Freunde, es ist mal wieder an der Zeit seit langem, wo wir mal wieder ein bisschen was Spezielleres testen, wo ich gesagt habe, komm, das lohnt sich auf jeden Fall hier auf dem Kanal vorzustellen, weil das hat wieder ein bisschen was mit leckerem Genuss zu tun. Und heute soll es mal so ein bisschen um die Süßfraktion gehen, um die Dessertfraktion gehen, um den Naschen halt, so, ihr kennt das. Leckermäulchen. Und ihr seht auch schon zwei Zutaten, die wir hier haben, zwei Produkte. Einmal dieser wunderbare Eierlikör. Ihr wisst ja, ich bin ja auch so ein kleiner Freund vom Eierlikör. Da bin ich immer nicht abgeneigt, wenn es schon um Spirituosen geht, die fern vom Bier ein bisschen mehr Volumenprozent haben. Da kann man mich ja mit jagen. Ich habe ja, wie gesagt, mit allem eigentlich einen Cut gemacht. Ihr kennt die Geschichte. Nur beim Eierlikör ist es tatsächlich so, wo ich sage, also wenn schon, denn schon, dann soll es auch was Leckeres sein, was mir schmeckt. Und ich bin tatsächlich eher so der Likörfreund. Und da darf der Eierlikör natürlich nicht fehlen. Ab und zu mal ein Gläschen. Ihr seht, die Flasche hat auch schon wieder zu 50% abgenommen. Wenn man hier mal so ein bisschen Metalabend macht oder so, ne, dann leert sich dann auch schon mal das ein oder andere Gläschen. So, um Eierlikör alleine soll es heute nicht gehen. Wie gesagt, das kann man schön zum Frühstück auf die Nutella-Schrippe packen oder auch als Absacker auf den Apfel rauf, auf die Waffeln rauf. Also Eierlikör passt eigentlich zu vielen und so auch zur Schokolade. Und jetzt ist etwas passiert, das war nämlich ganz spannend gewesen. Und zwar durch unseren lieben Harry. Ja, und hier grüße ich mal an der Stelle den lieben Harry und sein Rezept, das er von seinem Vater hat bekommen. Und zwar eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da ging es nämlich um diese Zartbitter- bzw. Bitterschokolade. So, und die habe ich jetzt mal hier im Test. Fragt mich nicht, warum, Leute. Manchmal ist das immer so. Das ist immer spannend, da kommt man im Internet, da liest man was und manchmal kommen halt so Sachen, die kommen halt öfter mal dann vor, ne? Und so habe ich jetzt aus verschiedenen Communities in letzter Zeit immer wieder mal gehört, Mensch, ich habe mal wieder richtig Bock auf Bitterschokolade, Männerschokolade, wie sie sich ja auch nennt. Und irgendwie wurde das öfters mal im Stream jetzt angesprochen, wo ich auch zu mir gesagt habe, Mensch, Biersüffler, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, wo du die letzte Bitterschokolade probiert hast. Oder habe ich doch gleich gesagt, so, weißt du, warte, jetzt müssen wir mal im Supermarkt gehen und dann gucken wir mal, ob wir mal eine schöne Bitterschokolade uns mal rausholen. Muss ja nicht immer da die volle Packung süße Milka sein oder Sarotti. Gibt es Sarotti überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich bin ja eh ein Ritter-Sport-Fan übrigens, ja. Jetzt wisst ihr mal, also wenn es Schokolade ist, dann bin ich immer Ritter-Sport-Fan. Am liebsten mag ich ja die Joghurt und die Weiße. Die ist natürlich süß und hat mit Bitterschokolade null zu tun. Aber die ist auch lecker, Freunde. Mit Eierlikör schmeckt die auch. So, und nun hat der liebe Harry gesagt, pass mal auf, du musst es mal probieren. 100%ige Bitterschokolade, die habe ich übrigens noch nicht probiert. Also mein Maximum war mal 80%, glaube ich. Hier habe ich jetzt eine 74%ige. Und also da, wo Frauen schon abhauen würden wahrscheinlich, weichet von mir. Da sind wir Männer dann da, ne? Und sagen, ja doch, das passt schon. Und übrigens ist es dann auch so ein, wer das nicht kennt, wo ist der Unterschied zwischen Bitterschokolade und Vollmilch-Zuckerschokolade? Ganz einfach, da ist weniger Zucker drin, da ist mehr Kakao drin und du hast diesen Wirkstoff, der da drin ist. Es ist so dieses Bittere tatsächlich auch, was so eine Art Glücksgefühle, ähnlich was die Banane auch hat, ihr kennt das, Glücksgefühle macht. Also auch Schokolade kann tatsächlich so einen Genusszustand, also ein Glücksgefühl im Gehirn, im Belohnungszentrum verursachen. Und das ist natürlich was Tolles und das wollen wir als Hedonisten hundertprozentig haben und deswegen auch für uns Hedonisten sehr interessant. Ja, und was hat es noch für Eigenschaften? Ja, das hat natürlich was mit dem Genuss zu tun und der Harry sagt es schon, nicht abbeißen, sondern auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist richtig. Die Profis, die wissen, wie das funktioniert. Ne? Eine normale Schokolade beißt da ab, ne? So wie damals bei TKKG, der Klößchen, da hat er gleich immer so abgebissen wie an der Stulle. Ne? Und hier ist es halt so, du nimmst wirklich ein ganz, ganz kleines Stück, legst dir das gemütlich auf deine Zunge rauf und dann lässt du das vom Speichel schön aufweichen und dann entfaltet dieses kleine Stückchen Schokolade das absolute Maximum an Aroma. Und nun als Hedonisten sind wir natürlich immer auf der Suche nach dem Maximum. Wir wollen das Bestmöglichste an Genuss rausholen. Und wie kann man das nicht besser, sage ich mal, herauskitzeln
als mit einem leckeren Eierlikör. Und da hat uns der Harry tatsächlich dank seines Vaters auf diese Idee gebracht. Ich wollte das in der Sima-Radiosendung, in seiner Show, ne, der Harrys Headbanger-Show, wollte ich da mal unbedingt probieren. Ich habe ihm dann auch sofort ein Foto geschickt. Da habe ich gesagt, guck mal Harry, ich habe das hier mal probiert. Du hast recht gehabt, das ist richtig, richtig lecker. Und genau das machen wir jetzt. Was habe ich jetzt für eine Schokolade? Ich habe die Best Moments, exklusiver Genuss, Bitterschokolade mit 74% Kakaoanteil. 100 Gramm sind da drin, die schaut so aus. Mal ein bisschen Werbung machen. Und ja, ich habe da natürlich schon genascht, Leute. Ich habe hier ein bisschen rumprobiert. Und nun mache ich das mal auf und jetzt nehmen wir mal so ein Stückchen. Ich breche das mal hier so ab. So, ja, so ganz kleine Stückchen, so. Das reicht schon völlig. Da seht ihr mal, wie dunkel die ist. Also die ist wirklich richtig schwarz. Ich weiß jetzt nicht, wie die 100%ige aussieht. Die ist dann wahrscheinlich noch schwärzer. Die sieht so aus wie der schwarze Abt. So, hier. Und ja, da freue ich mich. So, und das legen wir jetzt gleich mal auf die Zunge rauf. Aber vorher werde ich jetzt hier mal unseren Eierlikör mir mal so, ja, nehmen wir mal so 2 cl oder 1 cl. Das reicht ja völlig aus. Gießen wir das da mal vorsichtig rein. Schau mal, auch wie cremig, Leute. Wie cremig. So, und nun können wir mal den Maximum an Genuss tatsächlich rausholen. Also fangen wir mal an. Man muss auch ein bisschen sich die Zeit nehmen zum Genießen. Und das machen wir jetzt mal. Hä? So, jetzt lassen wir es erstmal ein bisschen weich werden. Ne? Nicht beißen, nur mit der Zunge. So, das Speichel merkst du jetzt schon sofort das Bittere, ne? Das ist sofort auf der Zunge drauf, ist so kakaoig halt, ne? So, und das ist der richtige Moment. Wenn du merkst schon, okay, das schmilzt, es fängt an zu schmelzen, dann nehmen wir ein Eierlikör. Wunderbar. Und jetzt könnt ihr schön. Jetzt ist ganz weich. Und ihr habt diesen Eierlikör-Aroma noch auf der Zunge mit Bitter. Oh, oh, gut, Leute. Ja, schön. Ja, schön. Ja, wirklich schön. Das ist Genuss, Leute. Das ist ein Dessert. Schönes Essen vorher und dann packt ihr euch da 2, 3 Stückchen auf der Zunge. Habt da 1/4 Stunde zu tun. 2, 3 Gläschen Eierlikör. Toll. Das ist toll, Leute. Das ist Genuss. Also ganz, ganz tolle Idee. Danke, lieber Harry, für diesen Tipp. Da hat dein Vati wirklich richtig was Geiles mal rausgehauen hier. Das ist richtig lecker. Das ist richtig. Ja, da trinke ich doch mal auf den Vater vom Harry, ne? Gruß geht nach oben. Ja, das war's gewesen, Freunde. Mit meiner kleinen Genussinspiration. Wenn ihr da richtig mal Bock drauf habt oder falls ihr euch noch nicht rangetraut habt, macht das ruhig. Bitterschokolade, ich habe jetzt wie gesagt hier diese 74%ige, reicht völlig aus meines Erachtens, aber ihr könnt euch gerne noch mehr Prozent da gönnen. Nehmt euch den Eierlikör eures Vertrauens, der euch schmeckt. Braucht da nicht viel, 2 cl, 4 cl sollten völlig ausreichen, ja, für 3, 4 Stücken. Wichtig ist, lasst es auf der Zunge wirklich schmelzen, bis der Speichel wirklich die komplette Schokolade auf der Zunge umhüllt hat, dass sie sich auflöst und wenn ihr merkt, es wird weicher, dann gießt ihr oder schüttet den Eierlikör da drüber, dass sich das verteilt und dann könnt ihr mit der Zunge rollen und das Ganze genießen auf der Zunge. Ja, weil wie gesagt, auf der Zunge findet der Geschmack statt. Da fängt es an, da wird es weitergeleitet ans Belohnungszentrum. Und das ist das tolle Maximum an Genuss raushauen, ne? Wird man immer sagen, hier die alten Hedonisten. Super, richtig lecker. Meine Empfehlung geht raus. Eine kleine Genussinspiration mal am Rande. Das war es auch schon gewesen mit dem Video. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.